Hi Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen Mundschutz selber machen könnt. Und zwar braucht ihr dafür 2x90 cm Stoff, dann 2x17 cm Stoff, einen Draht, den man jetzt gar nicht sieht, und dann noch einmal 34x17 cm Stoff. Als erstes habe ich dann ein 34x17 cm großes Rechteck auf den Stoff aufgezeichnet. Dann habe ich das Rechteck, was ich auf den Stoff aufgemalt habe, ausgeschnitten. Und was ich nochmal zum Stoff sagen kann, am besten ist es wirklich, wenn ihr Baumwollstoff verwendet, weil ich habe jetzt keinen Baumwollstoff verwendet und da hat sich dann herausgestellt, dass es später beim Bügeln etwas schwierig wurde. Und als Stoff nehmt ihr einfach irgendwie ein altes T-Shirt, das ihr hässlich findet oder so. Und ja. Wenn ihr fertig seid mit Schneiden, dann müsst ihr einmal das Ganze in der Mitte falten, was ich jetzt vergessen habe zu zeigen. Und danach legt ihr das einfach so in 3 Falten. Dann bügelt ihr das Ganze, damit die Falten auch später so bleiben, und da ist es dann wirklich besser, wenn ihr Baumwollstoff habt, weil dann hält es auch wirklich. Als nächstes nehmt ihr dann die beiden 17 cm Stoffstreifen und legt die jeweils an die Enden, damit die dann da dran genäht werden können. Und in den einen legt ihr diesen Draht, damit dann einfach der Mundschutz im Endeffekt biegsamer ist. Und das Ganze steckt ihr dann einfach so mit Stecknadeln fest, damit es auch später beim Nähen nicht verrutscht. Das Ganze näht ihr dann einfach mit der Nähmaschine fest. Wenn ihr keine habt, dann könnt ihr es auch per Hand machen. Bei der Nähmaschine müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht an die Stecknadeln kommt, weil davon kann die Nähmaschine kaputt gehen. Dann nehmt ihr diese 90 cm Stoffteile und steckt die auch wieder mit Stecknadeln am Rand fest. Und dann habe ich die ebenfalls mit der Nähmaschine am Rand festgenäht. Zum Schluss müsst ihr dann nur noch die 90 cm Bänder mit der Nähmaschine oder per Hand zunähen. So sieht der fertige Mundschutz dann aus. Die Enden müsst ihr irgendwie zusammenknoten. Wenn ihr es nachmachen wollt, könnt ihr es sehr gerne nachmachen, wenn nicht, dann nicht.